Hallo, willkommen zurück zu einer weiten Runde Aliens Klatschen, XCOM, unbekannte Feinde. Ich bin Maro und ich dachte mir, weil ich so gefragt wurde, ich könnte doch noch meinen letzten Soldaten benennen. Die Brigitte. Und da mir kein anderer Name mehr eingefallen ist. Oh, er ist schon verwundet. Ja, auch. Werde ich meine Unterstützerin immer mal nach einem von euch benennen. Der erste, der gefragt hat, war der Brownie, glaube ich. Und das heißt ja für diese Folge Brigitte mit Spitznamen Brownie. Mal kurz gucken, was wir für Geld haben. Ich mache der Tipp gegeben wurde mit diesen. Die Zierhilfe kann ich mir ein bisschen bauen, weil kostet ja nichts. Ich habe nur 30 Druidenleichen. Okay. Naja, eine kann man bauen. So, dann gehen wir weiter, bis wir ein bisschen Geld kriegen. Habe ich noch Platz für Satelliten? Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Nee, Weitere aber. Zentren erforderlich. Ich habe 20 Tage Zeit und mein Nexus ist in 15 Tagen fertig. Passt auch perfekt. Scroll. Okay, Forschung abgeschlossen. Wir können jetzt auch nicht nur unsere eigenen Plasmagewehre benutzen, die wir finden, sondern auch welche bauen. Text, wer sich durchlesen möchte. Ist eigentlich ziemlich interessant, solltet ihr wirklich mal machen. Ich gehe mal weiter dann. Leichtes Plasmagewehr. Das leichte Gewehr funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie unsere anderen Plasmawaffen. Ein Strahl aus ionisiertem Gas schießt durch ein fokussiertes Magnetfeld. Die leichte Bauweise verbessert sich auf die generelle Treffsicherheit der Waffe. Plasmakanone. Erzengelrüstung. Wenn wir sie zum Schutz der Avionik stark isolieren, können wir unsere Abfangjäger mit Plasmawaffen bestücken. Und kommen wir zu mit einer größeren Version der Plasmakammer, wie für unsere anderen Plasmawaffen, entwickeln wir ein extrem effizientes Bordgeschütz. Na komm. Ich habe noch keine Lust auf Endkampf. Plasmakanone zur Herstellung bereit. Könnt ihr euch lesen, was ihr wollt? So. Die gebündelte Plasmaschmale macht diese Kanone zu einer ausgezeichneten Waffe gegen UFOs. Richtet schwere Schäden auf große Entfernungen an. Dann scannen wir den jetzt In mal. letzter Zeit hat sich viel Neues ereignet. Der Sektoid-Anführer ist ein interessantes Objekt. Aber ich muss sagen, dieses Gerät fesselt mich ebenso. Dieses Gerät fesselt sie ebenso. So, die Plasmakanone kostet nur Geld. Legierung und Lerium haben wir noch, aber wir haben nichts zum Verkaufen, soweit ich nicht das sehe. Was kriegen wir dafür eigentlich? 200 Dollar. Stunden. 24. Guck mal, wir passen noch auf 18 Tage, das sollte passen. Ach ja, ich wollte im Schwarzen mal gucken, ob ich irgendwie Geld schaffen kann. Schweberleiche und Mutanleiche habe ich. Aber ich habe kein Geld. Aber das ist meine Mission. Hyperwellenverbindung zum Bau verfügbar. Langer Text. So, erster Teil. Jetzt kommen wir runter. Zweiter Teil. Okay. Hyperwellenverbindung. Die Kombination der Außerirdischen basiert auf supradimensionalen Wellen, die sich fast ohne Zeitverzögerung ausbreiten. Dieser Decoder soll uns endlich die Quelle der Kommunikation zeigen. Kann ich mir nicht leisten. Geistrüstung. Unsere ausgiebige Forschung der Hyperwellenphasenverschiebung dürfte uns ermöglichen, eine Rüstung zu entwickeln, die diese ungewöhnlichen Phänomene imitiert. Ein Tarnanzug. Interessant. Aber erstmal das Erzengel-Projekt. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so.
Gut, übertroffen, mal wieder. Schön. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. So, für den Radbericht werden wir doch mal kurz speichern. Eine kurz. So, das Psi-Labor ist gleich fertig. Darauf freue ich mich schon, was da schon rauskommt. Scannen wir mal bis zum Psi-Labor. Online. Ich hab Geld wieder. Neues Bauprojekt. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Eigentlich habe ich noch einen Bauer kaufen Gegenstand. Wir haben jetzt erstmal die Kohle. Ich möchte... Kostet ziemlich viel. Ich will eigentlich eine Plasmakanone haben. Eine. Noch ein Satelliten, können wir immer gebrauchen. Oh. Und eigentlich so ein cooles Kampf-UFO. Und das war schon wieder mit dem Geld. Haha. Davon haben wir eh noch drei. Titanrüstung, ah, die kostet so viel Geld. Ich denke, wir werden hoffentlich gleich mal eine Mission bekommen. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Das Labor. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Wir können nun unsere Soldaten zum Testen in das Psi-Labor schicken. Wenn wir den Bericht haben, informiere ich Sie über die Ergebnisse. Fangen wir doch. Unsere Forschungen lassen vermuten, dass es eine Verbindung zwischen der Willenskraft eines Kandidaten und seinem psionischen Potenzial gibt. Wir hoffen, einer unserer Soldaten erfüllt die Voraussetzungen. Lassen wir erstmal den Ash scannen, weil es kostet, wie ihr seht, 10 Tage und ich möchte lieber nicht meine ganzen guten Soldaten verscannen. Neues Forschungsprojekt. Erzengelrüstung Teilchen verfügbar. Projekt verbesserte Flugenergiezerei verfügbar. Text für euch. Kurzer Text diesmal. Die Erdengelrüstung ist eine Konvention unserer schweren Rüstung einer Miniaturflugkomponente, die ihr begrenzte Flugfähigkeit verleiht. Das kann man verbessern, dass auch Chiefs fliegen können und weit länger fliegen können. Ja, ich bin fast fertig mit Forschen. Ja, Geistrüstung. Ja, weiter scannen. Grabung abgeschlossen. Okay, neues Bauprojekt. Jetzt kann man direkt erstmal wieder ein paar Satelliten starten. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Haben sie gar nicht. Weitere Zentren erforderlich. Satellit verlegen. Nach China. Wirklich China? Nach China. 4 Tage, ich habe 5 Zeit, passt. Satellit gestartet. Ah, noch besser. So, baue die Hyperwellenverbindung. Scanner mit der Hyperwellenverbindung. So, wir haben wieder Geld. Was können wir denn erforschen? Wir können ja unsere Pistole verbessern, dass sie eine höhere Crit-Chance hat. Das brauchen wir nicht. Ich möchte die schwere Waffenplattform nicht. Dafür haben wir Waffenfragmente. Die kriegen wir ja hoffentlich bald. Einrichtung bauen. Ah, dafür fehlt mir 40 Ingenieure. Hoho. Das kommt dahin, dass das Leuchtfeuer. So. Wir haben 37. Wie soll es doch bald gehen? Ich würde sagen, wir scannen mal weiter. Kontakt entdeckt. UFO gelandet. Los geht's. So. Marv, hallo.
Bounty, unser Neuling. Den Smoky Tyrant wollen wir natürlich auch dabei haben. Moment, muss ich noch den Sniper und das Scope Deck nehmen, das brauche ich mir. So. Wir haben Metz und Alien-Granaten, Scope, Pulsbogen und hier können wir den Heavy oder den Sniper mitnehmen. Ich glaube, wir haben einen zweiten Heavy dabei. Dann mal los. Wir landen. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Guter Tipp, guter Tipp. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. So. Vorsichtig sein und... Hier spricht Big Sky. Sind in Position nahe der feindlichen Landezone. Strike One wartet auf Befehl zum Vorrücken. Verstanden, Big Sky. Das war eine Landung, kein Absturz. Rechnen Sie mit erbittertem Widerstand. Oh, da ist nichts. Das heißt, Sie gehen also nach rechts oben. Als allererstes renne ich mal vor, weil ich kann mich noch zurückziehen. Wo bin ich denn? Da. So, dass bis da vorne ein Platz ist, schicken wir direkt nochmal den Sniper. Ja, guck da oben. Was ist das denn Schönes? Unser Ultrapanzer Marv. So, dann der Brownie. Vielleicht mal hinten gibt's Rückendeckung. Ich habe, glaube ich, dem Tywin seine Rüstung nicht wiedergegeben. Na egal. Wichtig ist, dass der Panzer Marv. Ach, das hätte ich mir ganze Geld noch bauen können, eine Titanrüstung. Ah, das fällt einem immer zu spät ein. Ah, schon wieder so eine... Oh mein Gott. Das ist ein großes. Na komm, ich möchte dich hier hin. Genau da. Feind in Sicht. Gucken wir erstmal, wie ein Dalu sehen kann. Kein. Das ist natürlich super. Ich nutze den Baum her als Deckung. Einen erstmal rausnehmen. Eine Granate weniger ist immer gut. Du gehst dann direkt mal schon hier hin, das wäre ja, dahin. Brownie. Wo du direkt Medic spielen kannst.
So, mach du. Auch daneben. Ziel steht noch. So, und unser Panzer Marv. Ich muss dich ja leider jetzt vorschicken zum Abfangen. Ja, kann dann auch nicht besser schießen von da. Versuch was einfach. Gut. Naja, nicht so gut. Jetzt kommen zwei Granaten. Ich hoffe, die bringen nichts um. Ja, seine Rüstung ist weg. Das ist schlecht. So. Jetzt wird erstmal weggebammt. Und du zuerst? Und jetzt du auch noch. Oh mein Gott, er hat was verfehlt. Das kommt sehr selten. So, jetzt mache ich. Feind zerstört. So. Du gehst dann direkt mal heilen. Ganz ruhig, Soldat. Ist halt noch nicht verwundet, der hat noch 7 HP, ne, 6 HP, er wurde leicht verwundet, okay. So. Das ist ein großes Schiff, hier müssen wir vorsichtig sein. Also immer schön mit Feldposten vorrücken. Ich hab dich mal gerne dann hier einen besseren Schussfeld dafür. Lad die Waffe mal nach. Zeit zu killen. Naja, ich muss. Einer muss sich ja opfern, aber nicht in der Folge. Ich würde lieber, dass der Dalukas schießen kann. Also lädst du auch nach. Fertig und bereit. Du kannst auch nachladen. Laden und entsichert. Du deckst. Du deckst. Du deckst. Von rechts kommen sie. Was zum Teufel war das? So. Ja, und du kannst jetzt hier vorne hingehen und gucken. Das ist ein großes UFO. Ein verdammt großes. Haben die meinen Satelliten abgeschossen über USA? Okay. Da der Scout nichts gesehen hat und von rechts die Sounds kamen, ziehe ich mich lieber wieder zurück und scout in die andere Richtung. Ne? Kommst du wieder her? Oh, man kann gar nicht mehr zurücklaufen, nein. Oh, dann kommen wir hier hin. Oh, Marv kommt dann hier rüber. Dalu vernichtet. Und du deckst dann die Flanke. Und du deckst die Flanke. Und du deckst den Nachlader. Rock and roll. So. Da ich am weitesten laufen kann, spiele ich immer auch dann das Opferlamm. da unten hin, da bin ich so weit weg abgeschlagen, aber im Schussfeld von allen. So. Du kommst mal mit mir. Mit.
So, du deckst. Du deckst. Du deckst. Und du deckst. Jetzt kommt er von vorne. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. So, ich kann wieder mich einzelnen Schritt nach vorne bewegen. Dann decke ich mal. So. Panzermarv geht auch vor. Ja. Leider keine Deckung auf dem Weg, deswegen deckst du. Ja, Flankendeckung immer noch. Genauso. Und du genauso. Jetzt sorry, dass ich ein bisschen langsamer bin, aber ihr hört es ja selber. Die möchte ich nicht treffen. So, ich kann mich jetzt zur nächsten Deckung vorwagen. Ist das das Raumschiff, mit dem die Aliens diese Angriffe starten, während sie Menschen entführen? Ich glaube, ich gehe auch seitlich rein. Das ist, glaube ich, günstiger. Oh. Das heißt, du kommst da mal hier in die Ecke. Na komm, da in die Ecke. Na, 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 na. So, dann kommst du hier hin. Und du deckst weiter ab. Hört ihr das? Da kommen sie. Meine Gesichter. Was daneben? Okay, erster Schuss. Zweiter Schuss. So ein schlechtes Trefferfeld hatte dafür lief. Schon besser. Das ist nicht gut. Komm, du kriegst aber runter. Ja. Oh, die Gefahr ist erstmal gebannt. So, für dich brauche ich Deckung, ne? Mir ist mir unsicher. Du gehst mal da in Deckung. Komm an! Nein! Komm, schieß auf den Timer, der hält das aus. Genau. Mach weg.
Aber lieber da oben nichts zu machen. Und zwar. Er sieht ihr nicht. Krass. Das ist ein freies Schussfeld, na komm. Kanone leer. So, und du deckst das Feld. So, jetzt kann sich der Marv. Wir kommen gar nicht rein auf der Seite. Kommen wir von oben rein? Das erste Mal, dass ich ein Raumschiff sehe. Nee, hier ist kein Eingang. Aber möchte ich von drinnen gehen? Ich gehe mal aufs Dach hoch. Kann ich nicht. Ich renne mal aufs Dach hoch. Oh Gott. Er kann nur die eine sehen. Er kann nochmal schießen, aber er hat kein Ziel. Verdammt, ich habe keine Munition mehr. Kanone leer. Muss doch einen Weg reingeben, das Raumschiff. So, und Brownie, du kommst auch mit hoch. Du kannst nur bis hier hin. Okay. Ja, und du kannst leider nicht weitermachen. Sie treten den Rückzug an! Gut, sie haut ab. Ja, oh, dann erstmal nachladen alle. Pass mir's an. Kann weitergehen. Kommen wir eigentlich überhaupt irgendwo rein? Nicht, dass ich hier umsonst auf dem Dach umlaufe. Und Marv kommt zu mir. Von vorne kommt was. Was für ein Geräusch? Oh. Kannst du dich zu wild da hochziehen? Nee.
Damn. X-Ray neutralisiert. Was bringt es mir, um auf dem Dach herumzulaufen? Kann ich hier nach unten? Das sieht zu günstig aus, um zufällig zu sein. Von hinter uns? Das ist natürlich ungünstig. So. Wie weit kannst du da nicht laufen, Mann? So, der Sniper kann hier hingehen, der kann aber mit der Pistole decken. Ein schlimmer Fehler ist, da oben rumzulaufen. Hier irgendwo kommt man rein. Ah, hier rüber. So, ich hab dich erstmal hier vorne. Ich zieh euch mal mit. Übers Dach ist doch sicherer. Ah. Ich möchte ja nicht runter. Ich möchte hier erstmal oben reingucken. So, euch beide möchte ich jetzt so schnell wie möglich so hinterherziehen. Das ist hier drinnen rumkraufen. Nein, ich möchte, dass die anderen beiden hoch haben. Bevor ich nicht mehr reagieren kann. Ah, die Dingen sind so langsam. So. So, hier komme ich runter, ohne dass ich sofort sterbe. Oh, Marv. Der
ist die Tür offen. Das ist natürlich doof, dass du da lang rennst. Na, die Maus möchte ja nicht so sein, wo ich hin möchte. Ich möchte nicht da unten hin haben. Das ist mir zu uns. Na, komm. Dahin. Oh, und du kommst einmal zu mir hier hin. Eine Art Aufbewahrungsbehälter. So widerwärtig die Vorstellung auch sein mag. Darin halten sie wahrscheinlich ihre neuesten Versuchskaninchen am Leben. So gemein das jetzt auch ist, wenn ich meine beiden Leutchen hinterhergezogen habe, muss ich euch leider eine kleine Pause antun, weil es wird ganz schön lang wieder und ihr wollt schließlich auch noch ein bisschen länger was von dem Spiel haben. Wenn sie mich denn mal steuern lassen würden, die steuern möchte. Na genau, du kommst auch noch hinterher. Wie weit kannst du hinterher? Bis dahin. Also, dann bis gleich.